Ist das so eine Mod, die dein Freund installiert hat, Emily, mit, dass die Bäume direkt einen Tag später wachsen oder was? Meine schon. Weil es gibt, glaube ich, so eine Mod auch für die Häuser, also die Weiterbauten. Das ist möglich, aber das ist uns eigentlich relativ egal. Sieht so cool aus, wenn du einen nach dem anderen aus dem Bett kommst. Wie so ein Clowns-Auto. Ja. Aber wir müssen immer noch an die blöde Dingens denken, ne? Achso, ja. Ausstellung. Ich kann eine goldene Melone können wir mitnehmen. Wo tue ich die am besten hin? Bäh, ich brauche eine neue Kiste, glaube ich. Zack. Na, ich Ich war am Samstag tue in die Kiste Düsseldorf. für den fürs Volksfest mal hier hin, ja? Okay. Ich war am Donnerstag in Düsseldorf. Wie ist unser Schuppen schon fertig? Okay. Unser Schuppen ist Ich schon bin's nicht fertig. schuld. Ich eigentlich auch nicht. Es würde mich jetzt sehr wundern, weil so eine Mod habe ich nicht installiert. So, sorry, Emily, du warst wo, wann, wie? Genau. Ich war am Samstag in Düsseldorf. Und da waren wir natürlich im Japan-Store shoppen, Natürlich. asiatisch essen, ganz viel, auch koreanisches Schneeflockeneis und es war ein echt schöner Tag. Und wir haben uns es gibt ja diese Kits, wo du dir so Sushi, so Mini-Sushi und Mini-Burger so zusammenbauen kannst, so als Ja. Süßspeise. Ja. Und das haben die beiden hier gerade gemacht, während ich schön am Streamen bin. Und es ist einfach so eklig. Es sieht super cute aus, aber es ist so eklig. Muss diesen Geschmack aus meinem Mund langsam mal wieder wegkriegen. Und wir haben noch so einen. Also die haben jetzt die Burger gemacht mit eigener Cola. Hashtag Werbung wegen Wegen durch Markennennung. Eigennennung? Ne, durch Genau. Markennennung. Durch Markennennung, nicht durch Eigennennung. What the fuck? Ja. Und Pommes, also die Pommes waren noch ganz in Ordnung, aber der Burger. War nicht so deins. Von keinem von uns was. Also. Lena, du bist so ruhig. Ich suche gerade den Schmied, aber hab's gefunden. Jetzt muss ich nur noch hinlaufen. Was, Eine Geode. was? Ach so, da musst du gucken. Ich weiß nicht, Emily, hast du dir dein Dings abgeholt? Ja, aber man kann auch mehrere gleichzeitig. Nur müssen es von verschiedenen Personen sein. Echt? Das geht? Ach Ja. krass. Das wusste ich nicht. So, jetzt muss ich wieder Holz sammeln gehen, damit wir den nächsten Schuppen bauen können. Bam, bam, bam. Mädels, ihr seid so ruhig. Konzentriert. Konzentriert zum Schmied laufen oder was? Ja, Ah, absolut. gut. Warst du abgesehen vom Japan-Tag schon in Düsseldorf? Ich? Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich glaube nicht. Wieso? Ich auch noch nicht. Nein? Dann müssen wir das Nein. nächste Mal alle beide mitkommen. Dann machen wir so ein. Dann Also gehen ich. wir lecker zum Japaner, decken uns mit japanischen Süßigkeiten an. Jeder von uns bekommt einen Bubble Tea. Boah. Ich mag Bubble Tea immer noch nicht. Das ist mir egal. Du scheiß Fliege, verpiss dich jetzt. Ob du ihn magst oder nicht, du bekommst ihn trotzdem. Genau. Ah, super. Kannst du ja auch einen normalen Das Tee ist nehmen. Folterei, ja? Das ist in Deutschland illegal. Folterei. Ja? Stell dir vor.
Lena ist 10.000 Schritte gegangen. Ja, mehr als in deinem richtigen Leben, wa? Ich wollte gerade sagen, ne, ist eigentlich relativ vergleichbar mit der Realität. Da laufe ich auch so ca. 4.000 am Tag und ich meine, ich bin ja jetzt auch schon 3 Tage hier. Und das im Urlaub? 4.000 am Tag? Das wäre für mich kein Urlaub, du. Nee. Das ist relativ wenig. Das ist die Hälfte von dem, was ich laufen sollte. Ich will gar nicht wissen, wie ich auf der Arbeit laufe. Ich habe immer überlegt, mir mal so einen Schrittzähler anzuschaffen, aber nee. Ich hab's halt einfach auf dem Handy. Ich habe mein Handy auf der Arbeit nicht immer bei mir. Ich darf's ja eigentlich nicht, aber solange es niemand sieht, Dito, kann sich auch niemand beschweren. Dito, ich darf's eigentlich auch nicht. Und hab's trotzdem meistens dabei. Ja, ich auch. Einmal hat eine Chefin von mir, die mich eh nicht leiden kann, mich dann irgendwann angebracht. Lena, pack sofort dein Handy weg! Weil sie gesehen hat, dass es in meiner Hosentasche war. Ja, es hat da keine Daseinsberechtigung, ja? Fräulein. Ach, die kann mich nur nicht ab. Und ich sie auch nicht. Deswegen ist sie ja bald weg. Ach so. Weil du sie nicht magst, ist sie bald Nein, weg? Nein, niemand mag sie. Okay. Wirklich ist niemand. Das nicht auch wieder eine Art von Mobbing? Sie hat eine andere Stelle bekommen. Sie ist ja immerhin die Chefin. Sie hat andere gemobbt. Nicht für sie. Oh, jetzt haben wir ganz schön wenig Geld hier. Jetzt müssen wir ein bisschen sparen nach den 2 Schuppen. Ups. Sie hat immer andere gemobbt, okay? Ja. Gut, ist natürlich ja nicht so smart. Nee, unter anderem mich. Das geht gar nicht. Wie kann man denn Lena mobben? Das darf nur ich, ja? Nein, Spaß. Sowas ist aber echt blöd. Also wir hatten auf der Arbeit auch mal jemanden, der meinte, seine Macht ausüben zu müssen, seine Macht missbrauchen zu müssen und halt demonstrieren zu müssen, was eine Position sie halt hat. Und ja, nicht so nice. Das ist der Nachteil auf meiner Arbeit, wenn man so einer der wenigen Männer ist und sonst nur Frauen da sind. Ja, gute Nacht. Ja? Ja? Was für das denn, ja? 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 Muss man. Aber mittlerweile habe ich mir einfach angewöhnt, einfach nur die Schnauze zu halten und einfach nichts dazu zu sagen, sondern einfach nur meinen Teil zu denken. Fährt man am besten mit. Das funktioniert also? Auf der Arbeit, ja. Wird man damit denn glücklich? Naja, was heißt glücklich? Ich bin ja nicht auf meiner Arbeit, um glücklich zu werden. Ich bin auf meiner Arbeit, weil ich arbeiten muss. Auch wenn das scheiße klingt, aber es ist halt einfach so. Ich meine, so ist meine Arbeit ja ganz schön. So kann ich mich nicht beschweren. Aber wenn halt so, das halt Momente sind, wo halt wieder viel, wo da viel Stress ansteht oder so, dann ist natürlich scheiße. Was willst du machen? Emily, generell Emily und Lena, wir sind jetzt zu dritt, wie groß soll unser Tiergehege eigentlich werden? Also groß genug, dass sich die Tiere nicht über den Haufen laufen, aber nicht so. Ich meine, generell müsste eh noch, wenn ich das so machen will, wie ich das schon mal gemacht habe bei mir, müsste hier eh noch ein Stall und ein Hühnerstall rein. Weil so kannst du 6 normale Hühner und 6 Schattenhühner in einem haben und an dem anderen halt 6 Hasen, 6 Dinos. Und Enten. Vergiss die Enten nicht. Stimmt, Enten habe ich vergessen. Ja, dann sind das. Stimmt, ich habe das immer so gemacht: 4 normale Hühner, 4 Schatteneierhühner und 4 Enten habe ich in einen immer gepackt. Und in dem Stall sind's. Entweder kann man machen 6 Kühe, 6 Ziegen, 6 Schweine, 6 Schafe. Oder wir machen 4 Kühe, 4 Ziegen, 4 Schafe und 12 Schweine, weil Trüffel echt geil sind. Und die Schweine kannst du für teuer Geld wieder verkaufen. Die verkaufen keine Tiere, bist du doof? Diese Politik wird auf meinem Hof nicht gefahren, ja? Haben wir uns verstanden?
Ich habe zu wenig Platz in meinen Taschen. Oh, und keine Energie mehr. Damit. Bist du unmächtig geworden oder was? Nee, noch nicht. Aber ich habe gerade gesehen, dass es komisch vibriert. Du hast gesehen, das ist komisch. Okay. Lena kann Vibrationen sehen. Ja, meine Energieleiste hat so vibriert. Ach so. Gewackelt. Ja. Kleinigkeiten. Das Problem ist, ich bin irgendwie Was bist du? nicht auf Level 10. Ja. Ja. Ich kenne das Gefühl. Guck mal, Emily, ist das gut, so wie ich das hier gerade mache mit dem Abtrennen? Ach, verdammt, nicht Tür, Also das Tor. hier soll alles dein Unser. unser Ja, Gehege weil werden. wir können ja, genau, da wo die Dinger sind, können wir ja zum Beispiel einen neuen Stall hinsetzen und den neuen Hühnerstall noch. Ja, ist okay. Würde ich jetzt sagen. Oder? Ja, wenn ihr das als Fläche reicht, also Ja, ist ja immer groß genug. Würde ich jetzt behaupten. ich meine jetzt als Anbaufläche, weil also das, weil die Fläche, die wir jetzt zum Anbauen haben, ist ja relativ klein im Gegensatz zu dem. Ja, gut, aber wir haben unten A noch Platz und B, man kann ja immer noch alles umstellen zur Not. Ja. Das müssen wir einmal umziehen hier mit allem. Aber gefällt mir sehr gut, sagen. Ist ja wie gesagt erstmal nur eine Überlegung. Ach, verdammt. Muss mich auch mal wieder um meinen Hof kümmern. Oder mal um meinen Hof kümmern. Wie um deinen Hof. Ja, um mein Spiel. Ich spiele Ach das so. irgendwie nicht mehr, weil ich immer nur im Multiplayer spiele. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Oh, ich muss eigentlich irgendwem. Linus. Ah, Linus. Linus kann ich ja einfach. Linus kann ich ja immer besuchen. Brauchen wir Steine? Die Steine haben wir hier Ja. drinne. Und Erz? Erz ist oben in der Kiste, wo Emily gerade war, hier in der schwarzen. Okay. Ach, der. Glaube, ich gehe morgen mal angeln, damit wir noch ein paar mehr Sachen haben für die fürs Volksfest. Aber momentan haben wir nur eine Melone. Ich habe. Nein, ja. Egal, okay. Wollte ich ihm jetzt schenken? Ah ja. Ich hab's. Ach ja. Knack, knack. Also, wir könnten auf jeden Fall morgen aus Eiern ein Omelett machen, dann haben wir wenigstens was. Haben wir irgendwo was zu essen? Den Kuchen? Nein, Kuchen haben wir nicht mehr. Damit wir was zu essen haben. Handwerkswaren. Vielleicht mal. Oder guckst du? Was gucke ich? Ich gucke gar nichts. Was soll ich gucken? Ich warte auf euch im Bett. Das tue ich. Oh, Auf wen ja. warten wir ja eigentlich? Auf Emme. Ah, Auf Mensch, mich. mal nicht auf Lena. Ja. Ich musste gerade noch Geld verdienen, es tut mir leid. Oh, die Geschäftsfrau hier. Von mir kam auch was rein. Ein bisschen. Level 2, Farming, Level 4, Fischen.